Lang, lang ist es her, dass du am 1. August 2006 im Alter von gerade einmal 19 Jahren und 4 Monaten für die Admira dein Debüt in Österreichs zweiter Liga gefeiert hast. Nach 34 weiteren Partien für die Südstädter kamen in Österreich aber nur mehr 14 Pflichtspielauftritte dazu. Erst nach Jahren der Wanderschaft und der Rückschläge hast du hier im ruhigen Sandhausen in der zweiten deutschen Liga offenbar dein Glück gefunden. Wie fühlt sich das an? Ist Marco Knaller endlich angekommen? Ja, fühlt sich natürlich super an. Ich denke, ich habe hier mir einen ganz guten Stellenwert erarbeitet. Fühle mich hier sehr wohl. Aber wie Sie gesagt haben, bei den anderen Stationen habe ich jetzt eigentlich auch nicht viel anders gemacht. Ja, es sind einige Verletzungen und einige Rückschläge dazugekommen. Aber ich habe versucht, immer so zu arbeiten, als wäre ich schon die Nummer 1, auch vom Kopf her. Und nie aufgegeben, immer an mich geglaubt, auch wenn das vielleicht nicht viele andere getan haben. Und dafür bin ich dann auch belohnt worden. Was ist da in Österreich falsch gelaufen? Woran hat es gehapert? Wieso hat deine Karriere in Österreich eigentlich nie wirklich an Fahrt gewinnen wollen? Woran hat es gehapert? Ja, ich habe vielleicht auch nie die Möglichkeit bekommen, abgesehen von der Admira, zu zeigen, was ich drauf habe. Das war vielleicht ein bisschen das Problem. Da hat es noch einige andere Dinge gegeben, aber darauf möchte ich gar nicht mehr genau eingehen. Das ist alles Vergangenheit. Und wie gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl und bin froh, den Schritt gemacht zu haben. Was Fußballerkarrieren in Österreich anbelangt, sind dir einige deiner Familienmitglieder voraus, zum Teil sogar um Lichtjahre, wenn man so möchte. Dein Onkel Walter war ein Goalgetter in der Bundesliga, 127 Treffer hat er zu Buche stehen. Und dein Vater Wolfgang war wiederum ein Dauerbrenner auf der Tormannposition, 518 Partien waren es, aber wem sage ich das? Dann gab es noch deinen Onkel Bernhard und deinem Cousin Christoph, die den Namen Knaller ebenfalls ganz oben gehalten haben. Beide haben jeweils ein bisschen unter 30 Bundesliga-Partien gespielt. Liege ich jetzt sehr falsch, wenn ich vermute, dass bei den Knaller Familientreffen die Außenpolitik eher nicht das Hauptthema der Gespräche sein wird? Ja, das ist richtig. Da ist natürlich Fußball immer wieder das Hauptthema. Mein Vater hat 6 Geschwister und davon haben alle zumindest mal in der zweiten Liga gespielt, in Österreich, wie Sie schon gesagt haben. Also da wird natürlich hauptsächlich über Fußball gesprochen. Und gibt es da auch dann Tipps und Ratschläge für den jetzt im Moment am höchsten, in der höchsten Liga eingesetzten Knaller? Ja, also mit meinem Vater spreche ich eigentlich nach jedem Spiel. Er schaut sich auch die Spiele, wenn möglich, an. Oder zumindest die Zusammenfassungen und man diskutiert dann natürlich, was man in gewissen Situationen vielleicht besser hätte machen können. Ist auch nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch ganz normal und ich nehme natürlich die Hilfe gerne an. Bei Feldspielern spricht man gerade bei Deutschlandlegionären ja gern über die Unterschiede in Trainingsintensität und Gestaltung. Wie schaut es in der Hinsicht mit dem Tormanntraining aus? Wie wird bei den Deutschen im Bereich Tormann gearbeitet? Dann ist auch da der Unterschied zum Training in Österreich sehr groß oder worin besteht er eigentlich? Ja, erstmal, ich denke mal schon, dass das Training intensiver ist, als wie ich es in Österreich erlebt habe. Aber das kommt, denke ich mal, auch viel auf den Trainer drauf an. Das wird es auch in Österreich geben. Und jetzt vom Torwarttraining her denke ich, dass wir da in Österreich eigentlich auch ziemlich weit sind. Und da gibt es jetzt, denke ich, keine großen Unterschiede. Okay. Apropos Arbeit, weil wir gerade davon gesprochen haben, was macht einen Tormann eigentlich zum Elferkiller? Du weißt, was ich hier anspreche. Es geht darum, dass du in den vergangenen beiden Jahren mit zahlreichen Elferparaden hier direkt schon zu einer Sandhäuser Legende geworden bist. Kann man sich sowas erarbeiten oder ist das bloß Instinkt, eine Gabe, die man nicht lernen kann? Ja, erstmal Legende, glaube ich nicht, dass ich schon eine bin. Aber ja, man kann sich das schon in gewisser Weise auch erarbeiten. Man sagt ja immer, Glück muss man sich auch erarbeiten. Natürlich trainiert man das auch ein bisschen oder schaut sich mal im Vorfeld die Schützen an. Aber ob der dann im Endeffekt auch dahin schießt, der kann natürlich auch dann die Ecke wechseln. Spieler wissen das natürlich auch, wenn sich da jemand vorbereitet. Und ist aber schon bei 11 Metern auch zum großen Teil dann Instinkt, wo der hinschießen wird. Und du hast diesen Instinkt. In den letzten Spielen sieht es so aus, ja. Okay. Ich habe schon mehrfach zu hören bekommen, dass dein Vater Wolfgang durchaus emotional werden kann.
wenn er das Gefühl hat, dass er ungerecht behandelt wird, beziehungsweise wenn er das Gefühl hat, dass du ungerecht behandelt wirst und dass dann auch mal sehr direkte Worte gegen Trainer und Manager fallen können. Kannst du dir vorstellen, dass dir die Direktheit deines Vaters oder aber auch generell der Name Knaller in der Vergangenheit vielleicht schon geschadet hat? Das weiß ich jetzt nicht, aber erstmal würde ich mal sagen, das ist eigentlich eine positive Eigenschaft, wenn man ehrlich und direkt ist. Und denk mal, da ist nichts Falsches dran. Vielleicht können manche damit nicht so umgehen und haben es lieber, wenn man zu allem Ja und Amen sagt. Aber ich bin da auch nicht so. Und ja, er ist auch, so wie ich, ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und gut, wenn natürlich der eigene Sohn ungerecht behandelt wird oder wenn er das denkt, dass er ungerecht behandelt wird, dann wird, glaube ich, jeder Vater so reagieren. Also ich denke mal, da ist nichts Außergewöhnliches dran. Themenwechsel. Kann man ohne Matchpraxis alleine durch das regelmäßige Training ein besserer Tormann werden oder zumindest ein guter bleiben? Ja, also natürlich merkt man, wenn Spielpraxis fehlt, aber man kann sich auch im Training jeden Tag verbessern. Das ist ganz klar, das habe ich auch probiert. Vor allem dann, auch wenn man die Nummer 2 ist, dass man dann auf dem Punkt da sein kann, das ist immer ganz wichtig. Wenn man da mal reingeworfen wird, dass man dann gute Leistungen bringt. Ihr habt das Stichwort Matchpraxis jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, sondern ich möchte da jetzt aufs Nationalteam eingehen. Im letzten Teamkader des Jahres 2016 hat der Teamchef oder hat der ÖFB, wie die Torleute einberufen werden, ist vielleicht wieder eine andere Sache, drei Torhüter einberufen und 2 von den 3 nominierten Torleuten, nämlich der Ramazan Özcan von Bayer Leverkusen und Heinz Lindner von Eintracht Frankfurt, sind bei ihren Clubs nur Ersatzleute. Der Heinz Lindner schon sehr lange, der Ramazan Özcan, kann man sagen, zehrt noch zumindest noch von seiner Einserzeit bei Ingolstadt. Und mit Andreas Luxe war eigentlich nur ein gestandener Einser dabei aus der österreichischen Bundesliga. Kannst du eine derartige Auswahl von Torleuten ohne Spielpraxis, also längerfristig jetzt, dann wenn sie längerfristig ohne Spielpraxis sind, kannst du das nachvollziehen? Wird Spielpraxis überbewertet? Gut, ich denke mal, das habe ich ja jetzt nicht zu entscheiden, wer da einberufen wird und wer nicht. Es wäre natürlich schön, da mal irgendwie reinzurutschen. Ich versuche jede Woche meine Leistung zu bringen, aber den Teamkader wähle ja nicht ich aus. Ich kann nur durch Leistung auf mich aufmerksam machen und das versuche ich jede Woche. Wird man Marco Knaller jemals im ÖFB-Nationalteam noch sehen? Ja, das hoffe ich. Also wäre das Schönste, für sein eigenes Land zu spielen. Hab da auch mal gelesen, vor kurzem stand im Internet, ich weiß gar nicht, wo genau, ich glaube Laola 1 war es, dass ich ein Problem mit dem ÖFB hätte oder ein schlechtes Verhältnis zum ÖFB hätte. Das will ich auch gerne nochmal klarstellen, das ist überhaupt nicht der Fall. Also würde natürlich liebend gern für Österreich spielen. Hat der ÖFB ein Problem mit dir? Das glaube ich auch nicht. Also wüsste ich zumindest nicht, warum das so sein sollte. Okay. Dann nochmal zurück auf die Club-Ebene. Ist es eigentlich möglich, dass man den Marco Knaller in den nächsten Jahren noch einmal in einer höheren Liga sieht? Ob jetzt mit Sandhausen oder mit einem anderen Club, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja, möglich ist alles. Also ich will es auch nicht ausschließen. Man hat ja auch Ziele und natürlich wäre das schön, irgendwann mal in die Bundesliga zu kommen. Aber wie gesagt, dafür muss ich Woche für Woche meine Leistung bringen und dann schauen wir, was passiert.